Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist das zweite Video meiner Hanhard Review Serie und ich lüfte das Geheimnis. Ich stelle dir heute die Uhr vor, die ich mir bestellt habe, und zwar unmittelbar nach Erhalt des Paketes von Hanhard, nach dem Auspacken, ersten Angucken der Uhren. Da hat es bei mir Blitz gemacht und ich musste sie haben. Es handelt sich um die Hanhard MK1 in Altweiß. Es gibt sie auch als schwarze Version, aber in Altweiß habe ich sie bekommen und da hat sie mich komplett vom Hocker gehauen. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich dir in diesem Video. Zunächst einmal ein paar nackte Daten und Fakten. Die Uhr kostet, wie hier gezeigt, am Leder 2.140 Euro. Am Stahlband kostet sie 2.340 Euro. Am Stahlband sieht sie nach meinem Dafürhalten ganz anders aus. Also das Stahlband verändert die Uhr komplett. Hier haben wir eine sehr schöne, beinahe historisch anmutende Uhr. Am Stahlband wird die Uhr in meinen Augen, nach meinem Dafürhalten, in Riesenschritten in die Gegenwart katapultiert. Mir gefällt sie so, wie sie hier ist, eindeutig besser. Wir haben einen Durchmesser von 40 mm, eine Bauhöhe von 15 mm, was für Chronographen gar nicht so untypisch ist. Die Uhr ist bis 10 bar wasserdicht und zweifach antireflektionsbeschichtet. Der Bandanstoß beträgt 20 mm. Und wir haben Schnellwechselstege verbaut. Bei dem Werk handelt es sich um ein Werk, das Hanhard bezeichnet als HAN3601. Die Basis ist ein ETA 7753, welches Hanhard im Hause zu einem Eindrücker umgebaut hat, sodass wir hier nur einen Drücker haben, um die Chronographenfunktion zu bedienen. Was zur Folge hat, dass die Bedienung streng sequenziell erfolgt. Das heißt, einmal drücken startet die Chronographenfunktion. Das heißt, die Zentralsekunde als Stoppzeitanzeige läuft. Ein nochmaliges Drücken stoppt diese und ein weiteres Drücken setzt sie zurück. Da, ich habe es gerade nicht fest genug gedrückt bekommen. Das entspricht auch der Eindrücker-Stoppuhr, die ich habe. Ich ziehe die noch mal kurz zum Vergleich ran. Das ist die Eindrücker-Stoppuhr. Start, Stopp, Rück. Und genauso funktioniert der Eindrücker Mechanismus bei den Hanhard Chronos. Start, Stopp, Rück. Genau das gleiche Prinzip. Schön finde ich, dass die Stoppfunktionen farblich markiert sind. Der kleine Sekundenzeiger, der zentrale Sekundenzeiger, der die Stoppzeit anzeigt, ist rot. Ebenso wie der 30-Minuten-Zähler auf 3 Uhr, sodass man die Stoppzeiten sehr gut von der anderen Zeitanzeige unterscheiden kann. Wenn ich sage, der Sekundenzeiger der Stoppzeit ist rot, meine ich, er hat einen roten Akzent. Die Spitze hingegen ist schwarz, was den Kontrast erhöht und damit die Ablesung erleichtert. Beides finde ich sehr gut gelöst und auch wirklich gut durchdacht. Insgesamt gefällt mir die B-Compax-Anordnung wirklich sehr gut mit der Stoppzeit und der kleinen laufenden Sekunde. Die Zeiger sind mit einem metallischen Rahmen versehen, sodass man unter beinahe jeder
Bedingung einen ausreichenden Kontrast, zwar einen schwachen, aber ausreichenden Kontrast hat, um die Zeit ablesen zu können. Ich drehe die Uhr einfach mal, sodass ihr das sehen könnt, dass man die Zeiger tatsächlich wirklich in beinahe jedem Licht, jeder Variante ablesen kann. Sie verschwinden nie ganz, mal besser, mal schlechter, aber sie sind nie ganz weg. Die kannelierte Lünette lässt sich in beide Richtungen drehen und hat Hanhard-typisch den einen roten Punkt. Der Stoppdrücker ist Hanhard-typisch rot. Das finde ich sehr gut. Und diese Uhr hat mich dermaßen überzeugt, dass ich sie quasi direkt nach dem ersten Ansehen bestellen musste. Und das liegt nicht nur daran, dass wir hier Super Luminova haben und dass die Uhr altweiß ist, aber alles das spielt natürlich mit rein. Was mag ich an der Uhr und warum hat sie mich so dermaßen in den Bann gezogen? Nun, zum einen mag ich es ausgesprochen gerne, wenn Uhren etwas haben, was ich bisher noch nicht in der Sammlung habe. Und ein altweißes Ziffernblatt, so ein cremeweißes Ziffernblatt, habe ich in der Art und Weise leider noch nicht. Wenn es übrigens gerade etwas rauscht, meine Nachbarn saugen, und das höre ich hier leider ab und zu, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich hoffe sehr, dass das nicht zu stark ins Video übergeht. Na, ich sehe am Tonausschlag, man hört es doch etwas. Es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich dafür. Wo war ich? Ach ja, was mag ich an der Uhr? Ich mag natürlich das cremeweiße Ziffernblatt. Ich mag aber auch die etwas größeren Totalisatoren, was die Ablesung für mich noch besser macht, als sie ohnehin schon ist. Ich mag das gesamte Erscheinungsbild. Mittlerweile bin ich auch ein Fan bzw. ein großer Freund der kannelierten Lünetten geworden. Ich mag die Gehäuseform, auch den roten Drücker, der seine eigene Geschichte hat. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Es gibt die Geschichte, dass die Freundin, verlobte Frau eines Piloten ihn rot markiert hat, auf dass er immer an sie denke und vom Flug zurückkomme. Wahrscheinlicher ist es, dass es eine Warnfunktion ist, die Stoppfunktion bzw. auch die Startfunktion nicht versehentlich zu betätigen, sodass man diesen Drücker immer gut im Auge hat. Was mich aber auch zum Kauf bewogen hat, ist die Tatsache, dass diese Uhr meine Frau sofort in ihren Bann gezogen hat. Als sie sie gesehen hat, hat sie gesagt, ach, ist die schön. Die würde ich mir ganz bestimmt mal ausleihen und auch tragen. Und natürlich mit 40 mm passt sie bei meiner Frau sehr hervorragend an den Arm. Und das ist immer ein Zeichen, wenn meine Frau Feuer und Flamme für eine Uhr ist, dass die Uhr etwas außergewöhnlich ist, etwas aus dem Rahmen fällt und vor allem aus meiner Sammlung fällt, also aus dem Rahmen meiner Sammlung fällt und damit eigentlich in die Sammlung reingehört, um einen Platz zu befüllen, der bislang noch nicht besetzt ist. Es ist eine Uhr, die für mich die Brücke schlägt zwischen einer historischen Anmutung und einer modernen Uhr. Und mit der historischen Anmutung trifft die Uhr auch genau das, was sie sein soll. Denn diese Uhr ist der Nachbau des legendären Kaliber 40 von Hanhard. Die Kaliber 40 war der erste Präzisionschronograph von Hanhard und wurde 1938 auf den Markt gebracht. 1939 folgte dann das Modell als Zweidrücker mit der asynchronen Anordnung der Drücker. Im Hause Hanhard wird der Umbau gemacht von dem ETA 7753 zum Eindrücker. Alles das wird im Hause Hanhard selber gemacht. Und somit haben wir hier eine Uhr, die von den Spezifikationen Saphirglas, Wasserdichtigkeit, Leuchtkraft absolut in der Gegenwart angekommen ist, aber trotzdem sehr deutlich zeigt, dass es eine Reminiszenz an die Vergangenheit ist, an eine Uhr aus 1938. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Da habe ich richtig Spaß dran.
Die MK1, toll ablesbar, richtig klasse. Ihr könnt auch am Gehäuse an den Reflexionen sehen, dass ich hier keine vollständige Dunkelheit habe, sondern eine Art Dämmerlicht. Es wird also Licht im Gehäuse reflektiert. Und trotzdem ist die Uhr gut und deutlich ablesbar. Ich bin überzeugt, dass sie die ganze Nacht locker durchhält und man die ganze Nacht die Zeit zuverlässig ablesen kann. Mein Fazit zur MK1 von Hanhardt. Die MK1 von Hanhardt ist eine Uhr, in die ich mich wirklich spontan verguckt habe. Sie stand zwar länger schon auf meiner Liste, aber das bedeutet nicht immer, dass ich sie mir auch kaufe. Es ist eine Liste von ist schön, wäre mal schön, muss man sich vielleicht einmal anschauen, aber nicht zwingend werde ich mir kaufen. Und als ich sie ausgepackt und gesehen habe, ist aus, müsste man sich mal anschauen und ist ja ganz schön, ganz spontan ein will ich haben geworden. Und so sehe ich die MK1 von Hanhardt, eine Uhr, die mich ganz spontan in den Mann gezogen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr handeltet. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.